Moin Leute, was geht? Ich habe heute ein UV-Listen-Update für euch und natürlich Karten, in die wir investieren können. Wir schnacken nicht lang, let's go! Wir fangen als allererstes an mit der UV-Liste und dem Update, weil ihr seht, wir haben 674.000 Coins und ich muss mich noch um einige Karten kümmern. Ich konnte diese Karten alle nicht reinstellen. Gut, Verratti und Zapata außen vor gelassen, aber die konnte ich nicht reinstellen, weil ich die Verkäufe nicht gelöscht habe. Wir haben 57 Verkäufe seit dem letzten Video, das bedeutet, seit Freitag haben wir die ganzen Karten verkauft, beziehungsweise 57. Und hier können wir einmal kurz drauf eingehen. Wenn ihr dazu die Einkaufspreise sehen wollt, schaut euch auf jeden Fall das letzte UV-Listen-Video an. Ich wollte euch nur mal sagen, welche Karten so richtig krass gut funktionieren. Und Molina ist standardmäßig immer noch dabei. Ich bin wirklich 2 Grimaldos losgeworden, Chat. 2 Grimaldos einfach. 64.000 Coins und 59.000 Coins. Wenn ihr euch daran erinnert, ich habe die für 45.000 gekauft. Und aktuell ist der, glaube ich, sogar nur 40.000 wert und das ist der Minimumpreis, wenn die das jetzt nicht geupdatet haben. Trippier ist eine Karte, die ich euch sehr empfehlen kann. Der ist wirklich sehr, sehr krass. Der müsste heute im Laufe des Abends wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen droppen. Auch wieder so auf die 43.000, 42.000 Coins und den könnt ihr super UV verkaufen. Und ja, ihr seht das schon, ich habe das öfter gemacht, immer zum rechten Mittelfeld rüber und dann noch eine Shadow-Karte eingekauft. Hier haben wir wieder weitere Molinas, die wir alle verkauft haben. Todibo funktioniert geisteskrank gut und ihr habt gesehen, dass wir den Chiesa für 190.000 gekauft haben. Wir haben den für 250.000 geflippt, das war richtig, richtig nice. Der war am nächsten Tag, also am Samstag, kurzzeitig auf 250.000, so für knapp 3 Stunden und danach ist der wieder auf 230 runtergedroppt und da habe ich den natürlich verkauft in der Zeit, das war sehr, sehr geil. Todibo sind hier, DeMarcus ist auch eine Karte, die sehr gut funktioniert. Die letzten Strefetzers verkaufen sich auch noch von dem ganzen Umformen. Da habt ihr gerade eben auch wieder einen André gesehen. Wir haben den Hofmann verkauft. Ich habe den ausprobiert das erste Mal. Das hat jetzt anderthalb Tage gedauert. Ich habe den, anderthalb Tage. Ich habe den gestern Nachmittag ungefähr verkauft. Wir sind Martinez losgeworden. Jet, der Typ ist irgendwie 20k wert, also 25k oder so. Ich habe mich für 44 verkauft, was richtig gut war, da ich den für 39 vor ein paar Wochen eingekauft habe. Und über kurz oder lang regelt UV halt immer und das ist das Schöne daran. Eine weitere Danilo-Karte, die immer noch sehr, sehr gut funktioniert. Elanga ist top gelaufen, genauso wie dieser Reece James. Die haben sich super, super für 36.000 verkauft, für 30 eingekauft und den hier habe ich so knapp 24.000 bis 26.000 Coins immer eingekauft. Command funktioniert immer mal wieder ganz gut, das sind immer 10k, die man dann hat. Und eine Karte, die mich sehr begeistert hat, also wirklich sehr begeistert, ist Mahrez. Hier diese Man-of-the-Match-Karte, den zum rechten Flügel, rechten Mittelfeld ist völlig egal, mit einer Hunter-Karte drauf, kann man so für knapp 26, 27 kaufen, geht für 32, 33.000 sehr, sehr gut weg. Ihr seht, ich habe hier, glaube ich, alle Mahrez verkauft, ich habe den ausprobiert, der ging in der ersten Stunde weg, dann habe ich 2 gekauft und dann habe ich den letzten hier nochmal verkauft. So, dann haben wir noch Mähle, der ist jetzt auch endlich weg. Traoré auch endlich, der ist ja von dem UV-Listen-Update davor sogar noch. Rafael Leão läuft auch sehr, sehr gut aktuell, muss ich sagen. Ist 22.000 ungefähr so der Einkaufspreis mit einer Hunter-Karte und für 26 und 28 geht der sehr, sehr gut weg. Fran Garcia hat es natürlich auch wieder auf unsere Liste geschafft und auch dieser Maka ist Mashallah. Für 22.000 gekauft, für 26.000 verkauft, was sehr, sehr gut ist. Joe Gomez für 19 geholt, Martinelli, ich glaube, für 16.000. Für alle, die weniger Budget haben, könnt ihr euch auch Thuram holen. Der kostet 17k hier bei mir, beziehungsweise ich verkaufe ihn für 17.000, 18.000 Coins. Ihr könnt ihn immer mal wieder mit einer Shadow-Karte für 13.000, 14.000 Coins mitnehmen. Ich bin bis maximal 15.000 immer bei dem drin. Das heißt, sobald ich sehe, dass ein Thuram 15.000 Coins mit einer Shadow-Karte hat, kaufe ich mir den Challenge für 17, 18 oder sogar 19.000 Coins rein. Und im letzten Video wart ihr live dabei, wie wir Bellingham erhöht haben. Und linkes Mittelfeld, Shadow, Bellingham, Goldkarte, 9.900, 10.000 ist Maxpreis. Ich bin den Typ losgeworden. Wie geil ist das denn? Die Karten, die sich noch nicht verkauft haben, sind ein Brownhill. Haben wir ja, glaube ich, für 85.000 Coins gekauft, genau richtig. Noch ein, zwei Grimaldos, hier könnt ihr es nochmal sehen, vom Einkaufspreis 45k. João Mario hat sich noch nicht verkauft. Und ja, ich glaube, diesen Skriniar werde ich nie wieder los. Ich glaube, ich behalte den bis zum Ende von FIFA und dann spiele ich den aus Frust. Ja, hier habe ich noch ein paar andere Karten ausprobiert, die laufen jetzt noch nicht so gut, beziehungsweise sind auch noch nicht lange auf der Liste, weil ich konnte ja keine 100er Liste am Freitag bauen, deswegen hatte ich so 60 Karten. Und seitdem ich dann die ganzen Sachen verkauft habe, habe ich natürlich immer mal wieder nachgekauft. So, und dann haben wir noch ein Mahrez übrig, ihr seht es für 34.000, 28.000 gekauft diesmal. Und ja, den Rest solltet ihr eigentlich schon kennen. Wie gesagt, das soll da alles zu den
TV-Listen sein. Ich probiere noch einen Carvajal aus mit einem Zahlendreher, der kostet 23.000, habe den für 32 angeboten. Hier ist noch ein weiterer Reece James, noch ein Carvajal, ein paar Bellinghams, also nichts Besonderes, nichts Wildes, nichts besonders Neues. Saliba funktioniert, by the way, auch ganz in Ordnung, wenn ihr jetzt nicht so viele Coins habt. Der Einkaufspreis hier ist auch knapp 13.000 Coins, wenn ich mich nicht recht entsinne. Und ja, ich würde sagen, wir kommen direkt zu den Investments. Doch vorher würde es mich riesig freuen, wenn du dem ganzen Video einen Daumen nach oben geben würdest. Schaffen wir es heute mal wieder, die 50 Likes zu knacken. Im letzten Video haben wir es geschafft. Also vielen, vielen Dank dafür. Es würde mich richtig, richtig stolz machen, wenn wir das diesmal auch noch schaffen. Und wenn ihr neu auf dem Channel seid, könnt ihr ganz gerne den Channel abonnieren. Wir gehen rein in die Investments. Hierfür gehen wir jetzt natürlich auf meine Lieblingsseite, und zwar die von Footbin. Sollte für jeden Trader eine absolute Muss-Seite sein. Wenn ihr das noch nie benutzt habt, solltet ihr auf jeden Fall da mal reinschauen. Das kann euch deutlich weiterhelfen beim Traden. Auf jeden Fall sehen wir, dass die 82er Karten bei 750 Coins sind. Ich bin der Meinung, wenn wir jetzt richtig krasse, knackige Upgrades bekommen am Montag oder irgendwie was Krasses in dem Low-Budget-Bereich kommt, werden die 82er wieder auf 1000 Coins gehen, wenn nicht sogar noch höher. Und ich sehe hier im Low-Rating auf jeden Fall großes Potenzial. Genau das gleiche sehe ich auch bei den 83er Karten. Die sind aktuell bei 1500 Coins, können dementsprechend bei richtig guten SBCs, wovon ich eigentlich ausgehe, weil wir haben das Ultimate Tots, wir haben so viele coole Karten, die wir jetzt bekommen, da sollte eigentlich irgendwas für 83er dabei sein, was die auf 2000 Coins plus bringt. Bedeutet, wir könnten auch davon ausgehen, dass die vielleicht sogar an die 3K gehen. Aber das ist, muss man schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Auf jeden Fall ist 1500 Coins ein sehr, sehr guter Preis, um einzukaufen. Und ganz wichtig, Leute, macht das auch so wie ich. Wenn ihr schon mal die Karten eingekauft habt, dann bietet sie auch direkt an für den Preis, wie sie verkaufen wollt. Das heißt zum Beispiel, Fernando kaufst du für 1500 Coins und stellst ihn für 2500 Coins rein, weil das ja ungefähr der Preis sein sollte. Natürlich, wenn du keine ÖV-Liste aktuell führst und einfach nur nichts da hast auf der Transferliste. Wenn du eine ÖV-Liste hast, dann investier ganz entspannt und halt die Karten einfach, bis die angestiegen sind. Ich denke, wie gesagt, zu Mittwoch, Dienstag hin, wenn man die ganzen Upgrade-SBCs schon ein paar Mal gemacht hat, sollten diese Karten auf jeden Fall relativ hoch kommen. Genau das gleiche sehe ich natürlich auch bei den 84er Karten. 3400, damn, das ist günstig. Ich würde bis knapp 3700 Coins mitgehen. Ich kann mir vorstellen, wenn wir die ein oder andere High-Rated SBC bekommen, dass wir die Karten auch gut und gerne für 4,7 und für 5K verkaufen können. Irgendwas um den Dreh. Deswegen könnt ihr auch sehr, sehr gut in die 84er Karten reingehen. 85er Karten sind in Ordnung vom Preis. Hier kann man auch noch reingehen. Und jetzt wird das Ganze auch ein bisschen spannender. 86er Karten 9200, 9300. Wenn ihr die für unter 10K bekommt, ist das auch noch ein völlig in Ordnung Investment. Hier ist es natürlich ein bisschen risikoreicher. Kriegen wir eher Packs und Low-Rated SBCs, dann sieht es mit den 86er, 85ern und alles darüber nicht so gut aus. Wenn wir aber die ganzen Upgrade-Packs bekommen und trotzdem krassen Content, zum Beispiel Icon-SBCs, die täglich wiederholbar sind, irgendwelche krasse End-of-the-Era-Karten und so weiter, was ja auch geleakt wurde, sehe ich auf jeden Fall, dass diese Karten auf 11.000, 12.000 Coins springen könnten. Aber das Ganze ist hier nicht so sicher wie bei den Low-Rated-Karten. Also nicht so sicher wie bei den 83er und 82er-Karten. Dennoch kann man sich überlegen, in das Rating von 87 auch mit reinzugehen. In das Rating von 88, was aktuell 16.000 Coins ist. Das ist super, super günstig. Dann können wir zum Beispiel hier einmal draufschauen. Und wenn wir jetzt hier den Graphen angucken, von den letzten Tagen sehen wir zum Beispiel, dass ein Ruben Dias gestern auch zwischendurch mal schön auf die 17.500 gegangen ist. Hier auch nochmal und danach ist der gedroppt auf 16 und sogar teilweise 15.750. Deswegen kann man sagen, dass so ein 16K-Deal bei Ruben Dias auf jeden Fall etwas ist, wo man reingehen kann, beziehungsweise allgemein beim 88er-Rating. Und das ist auch das Einzige, finde ich, wo man jetzt im High-Rated-Bereich reingehen sollte. Ihr könnt natürlich auch sagen, okay, komm, ich gehe jetzt mal in die 90er-Karten rein, kosten halt nur 28.000 Coins, beziehungsweise der Deku 27.000 Coins. Und ich garantiere euch, bei einer krassen SBC, wo auch 90er-Rating verlangt wird, steigen diese Karten natürlich auch an. Aber ich würde sagen, so das Grobe bis zum 88er-Rating ist relativ safe. Alles, was da drüber ist, ist wirklich nur, wenn eine Icon-SBC rauskommt oder irgendwie ein Zlatan Ibrahimovic mit ungefähr 5 Squads, die aber davon 3 mindestens einen 90er-Squad bräuchten oder sowas. Versteht ihr, was ich meine und worauf ich hinaus will? Deswegen sage ich, dass das höhere Rating nicht so das beste Investment ist. Aber ihr könntet natürlich reingehen und im Low-Budget-Bereich 40.000 Coins, 100.000 Coins. Geht in die 82er- und 83er-Karten rein, Leute.